So, traumhaften guten Tag und wir sind zurück bei Wildlife Park. Der Tizzy sitzt neben mir. Guten Tag. Ja, hallo, lieber Eichi. Hallo. Na? Na, du kleines Wurschti. Wir sind's wieder mit so. Wildlife Park. Ja. Ist das schön. Ich packe hier noch mal ein bisschen was zum Festspann hin. Was zum Festspann? Oh, ich hätte jetzt auch gerne was zum Festspann. Oh, Festspann. Hast du Hunger? Ja, schon. Ich auch. Lass uns nach der Folge mal was bestellen. Wir fangen die Folge an und sagen den Leuten erstmal, dass wir dann was brennen. Wir futtern. Ich wollte nur mal ganz kurz hier in die Kommentare gucken. Ach so, weil wir noch, ja. Die Snakes haben wir in der letzten Folge schon gesagt. In dieser Folge werden wir Schlangen. Also wir haben Snake, nicht gesagt, Snake. Dass wir... Genau. Wir haben nicht gesagt, dass wir Schlangen machen. Wir haben nur erwähnt, dass wir einen Kommentar bekommen haben, dass wir doch mal... Früher hast du meine Sätze beendet. Ich bin gerade am Gucken. Ich brauche irgendwas zum Shoppen. Zum Shoppen? Zum Shoppen. Beobachten. Ich hätte gern was zum... Oh, Ausruhen ist auch toll. Ja, finde ich auch. Nautilus-Station. Nautilus. Seepferdchen. Ausruhen, beobachten. Ah. Gestüteingang. Marv LP hat das geschrieben. Ah, okay, ja. Vor 2 Monaten. Es tut uns so leid. Echt? Ja, natürlich. Nein, also das ist uns leid tut definitiv, aber echt vor 2 Monaten. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen kacke. Ja, tut uns echt leid, aber es tut uns halt so anstrengend. Okay. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr früh euren Wecker hört und euch aufrappelt, ins Bad geht, vorm Spiegel steht und sagt, ich hasse mein Leben. Was? Quatsch. Doch. Nein. Zur Zeit ist es bei mir so. Normalerweise bin ich total der Morgenmensch. Eigentlich bin ich voll der Morgenmuffel. Ja, ich wollte es gerade sagen, also es wäre jetzt einfach mal drastisch. Aber ich hasse mein Leben nicht. Ich freue mich auf den Tag. Verstehst du? Ich freue mich auch auf einen Arbeitstag. Ich mag das. Ich mag es eigentlich. Ich stehe nur nicht gern auf. Ich bin halt gern Langschläfer. Aber ganz ehrlich, zurzeit ist es so furchtbar. Also jeder, der seine Bachelorarbeit schreibt oder der studiert oder der sich auf wichtige Prüfungen vorbereitet, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Ja, wenn du halt gerade in der Lernphase bist, ist es halt schon sehr hart. Ja, vor allem diese Panikmacherei, die du im Hintergrund hast, weil du natürlich auch Mitschüler hast, die stehen an den Pausen. Hof, Raum, keine Ahnung. Bei uns ist es so ein kleiner Raucherraum. Und unterhalten sich dann natürlich über Themen und du stehst daneben und denkst dir, was? Wovon redet ihr? Ja, das haben wir doch hier in der letzten Stunde, letzten Mittwoch, gegen 18 Uhr in der Lesung. Hast du das nicht? Und du denkst dir, what? Wer? Wer bist du? Wer bist du? Wo kommst denn du her? Das sind so Momente, wo ich dann... Ja, ich sehe schon, läuft bei dir. Oh, es ist zurzeit echt prickelnd. Das ist richtig schön. Aber das wird schon. Das kriege ich schon hin. Ach, das hatte ich auch in meinem Studium. Also einfach vor der Prüfung. Weißt du, dann gibt es die Leute, ja, die... ja, dann irgendwie so, die haben es halt einfach drauf, ja, und das weiß man dann auch und das ist dann auch gut. Also so und, wie du? Nee. Sondern halt dann echt, wo du denkst, ja, gut. Der kann es ich nicht. Der kann es halt einfach, ja. Und die kommen dich dann, und das sind dann meistens die, die aber dann die übelste Panik haben. Ja? Ja. Und die kommen dann und fangen dann an, dich zuzulabern. Und zwar zuzulabern mit Zeug, vor der Prüfung und sagen dich dann, hey, sag mal, wie war denn das und das und das? Und dann denkst du dir, von was zum Teufel spricht der? Ich habe noch nicht mal das Themengebiet verstanden, das er meint. Ja? Aber die, weißt du, weil du es gerade sagst, die, wo so eine Panik machen, das sind aber deswegen die es drauf haben, weil die sich so in den Kopf setzen und so eine Angst haben, so bin ich auch. Die sitzen 5 Minuten zu Hause vorm Fernseher und denken sich, oh Gott, mein Leben ist vorbei, ich schaffe die Prüfung nicht, ich habe gerade 5 Minuten Fernsehen geguckt, ohne mein Buch aufzuschlagen. Gewissen. Genau. Und die haben dann so ein schlechtes Gewissen, dass sie dann doppelt so viel lernen. Und
Hast du aber recht, das sind auf der anderen Seite die, die am meisten jammern. Und so bin ich auch. Echt? Du bist du echt so ein Jammerlappen? Ja. Also, nicht vor anderen, sondern ich jammer für mich selbst. Oh, okay. Ich bin wirklich dann der Typ, der wo abends um 8 Uhr, 9 Uhr im Büro noch sitzt und vorm Ordner und vorm Laptop. Also Gott. Nee, das nicht mal nein. So. Aber sobald ich das Ding zuklappe, gehe ich raus, mach mir einen Kaffee oder keine Ahnung, geh ins Wohnzimmer, setz mich auf die Couch und es dauert keine 5 Minuten und ich denke mir, naja, jetzt ist erst 9, man könnte ja noch eine Stunde und ach, wie war denn das nochmal? Und dann gehst du wieder zurück, klappst den Laptop wieder auf und scrollst wieder dahin, wo du warst, lernst noch 10 Minuten, aber dann ist dein Gewissen rein. Also ich habe es immer so gemacht, oh, du sollst mal das Lernen anfangen. Ja, 10 Minuten aufgehört, 10 Minuten Buch aufgemacht und wieder zu. Und damit war auch mein Gewissen bereinigt. So war ich, wo ich noch jünger war. Also in jüngeren Tagen. Oh, schau mal, das wo ich noch nicht so alt war. Schau mal, das ist doch voll der geniale Aussichtsturm hier, um den Wasserfall zu betrachten. Das ist zu hart. Wir sollten die Kraken mal kastrieren. Das ist eine Beatkrake. Oh, jetzt ist er weg. Hast du gesehen? Ja. Bounce. Ach ja, Musik hören würde ich auch mal wieder. Bounce. Hast du doch heute im Auto. Stimmt, meine einzige Zeit, wo ich wirklich noch entspannen kann, ist im Auto. Ich warte nur drauf, dass ich einen platten Reifen habe. Oder einen Motorschaden, Kolbenfresser, irgend sowas. Würde passen zur Zeit. Aber wobei, das kommt erst, wenn ich zur Prüfung fahre. Nee. So. Sag doch sowas nicht. Nein. Also, ich denke, ich krieg das schon hin. Es ist halt viel Büffeln und man muss sich halt reinhängen, aber ganz ehrlich, an alle da draußen... Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch Prüfungsangst, ich habe Prüfungspanik. Falls ihr in der Situation seid und eine Prüfung schreibt, glaubt mir, es geht anderen auch so und ihr packt das. Wenn man sich hinsetzt und lernt, man kann im Leben auch mal durchfallen, man kann mal was versauen, man hat mal einen schlechten Tag. Wenn du aber dich hinsetzt und lernst und was dafür tust, hast du dir nichts vorzuwerfen. Ja. Dann bist du nicht dumm oder blöd oder sonst irgendwas, sondern dann hast du halt einfach einen schlechten Tag gehabt. Jeder kann mal was versemmeln. Das stimmt. Macht euch da nicht so einen Kopf. Macht euch nicht verrückt. Es haben schon ganz andere Leute geschafft. So müsst ihr das immer sehen. Es haben schon viel größere Vollidioten diese Prüfung bestanden, die ich in einer Woche schreibe zum Beispiel. Also so müsst ihr da rangehen und nicht, ich bin das dümmste... Wesen, nein. Das rumläuft. So und so nicht. Nein, es gibt einfach sehr viele Menschen, die Prüfungsangst haben. Ja. Und ich mag Prüfungen auch nicht. Also Schule bin ich jetzt nicht so unbedingt abgeneigt, aber Prüfungen bin ich nicht so der Freund von. Okay, also so an sich, wo machst du es dann fest? Also einfach Prüfungen sind halt einfach für dich etwas... Ich werd nicht gern auf mein Wissen geprüft. Wenn das zum Beispiel eine schriftliche Prüfung ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Oder was heißt überhaupt kein Problem? Weniger ein Problem damit, weil dann bin ich für mich, dann kann ich mich konzentrieren, dann bin ich in meinem Element und kann das Wissen, was ich habe, hinschreiben. Aber wenn du jetzt mündliche Prüfungen hast, wo du ein gewisses Auftreten haben musst, wo du Leute davon überzeugen musst, von deiner Meinung oder... Und du ganz genau weißt, die wollen dir nichts Gutes. Genau, die sind darauf geschult, dich irgendwo reinzureiten. Die spielen darauf an. Ich meine, die möchten zwar, dass du das bestehst und dass du das kannst, aber die sind halt dazu da, um dir zu zeigen, hey, pass mal auf. Da hast du noch Nachbesserungsbedarf. Genau. Oder die wollen halt wissen, kannst du auch um 10 Ecken denken? Hast du einen Ausweg, wenn jetzt das Ganze von A nach B rutscht oder so, hast du da eine andere Lösung für? Und das sind so Momente, wo ich sage, da will ich keine Prüfung haben. Und darunter fallen halt alle Berufsausbildungsprüfungen, Meisterprüfungen, Bachelorprüfungen, Studienplätze, für die du was schreiben, Masterarbeiten, alles, wo du halt nicht einfach nur ein Referat halten oder... Ja gut, aber du hast ja auch so genug Seminare, in denen du dann irgendwelche Referate halten musst und... Ja, stimmt. Ist aber trotzdem was anderes wie eine Prüfung. Wo du hinterher, weißt du, wo deine Karriere von abhängt oder wenn ich jetzt
an meine Schulzeit zurückdenke, ich will gar nicht wissen, wie viele Diktate ich versemmelt habe oder weil halt einfach andere Sachen interessanter waren. Aber gut, das ist eine Note. Ja? Ja. Und wenn ich überlege, wie ich mir früher einen Kopf gemacht habe, wegen einer Schulnote. Und was davon abhing und was jetzt davon abhängt. Genau, und das sind halt Welten. Das ist. Ja. Also deswegen, wenn ihr da draußen mal in der Schule mal eine schlechte Note habt, ich meine, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Noten sind wichtig. Ich habe beschlossen, wir bauen jetzt einen Arzt. Finde ich gut. Weil wir keinen haben. Apropos lernen, Ärzte müssen auch sehr viel lernen. Richtig, genau. Nehmt eure Noten schon ernst. Also das spiegelt ja euer Wissen wieder und ihr solltet gut sein in der Schule. Das ist halt. Vor allem gibt es euch die Möglichkeit, wirklich auch an, ja, im Endeffekt Einrichtungen das Ganze dann zu vertiefen, zu studieren und dementsprechend ganz einfach auch einfach nachträglich mehr Geld zu verdienen. Eben. Ganz klar. Das sieht man halt auch in einem gewissen Alter noch nicht. Also ich habe mir mit 15 darüber keine Gedanken gemacht. Ich war auch einer von diesen Kandidaten. Ich habe sehr schlechte Noten geschrieben. Okay. Und bin ziemlich spät erst aufgewacht. Wusste dann auch nicht, was ich beruflich machen sollte. Habe dann einen Beruf gelernt, habe eine Lehre gemacht. War dann auch sehr gut in diesem Beruf. Und der hat dir sehr viel Spaß gemacht. Ohne mich auf die Schulter zu klopfen. Nein. Warst du definitiv. Ja, ich war nicht der Beste in dem Beruf. Nö, aber musste auch nicht sein. Aber ich war gut. Einfach aus dem Grund, weil der Beruf mir Spaß gemacht hat. Und wenn dir was Spaß macht, lernst du es auch gern. Ja, definitiv. Das Problem ist, irgendwann hat der Beruf mir keinen Spaß mehr gemacht. Aus bestimmten Gründen. Und weil du einfach auch sagen musst, es ist auch, wie soll man sagen, jetzt nicht der bestbezahlteste Job gewesen. Ja, das stimmt. Also ist auch einfach zukunftstechnisch. Was war ich von Beruf? Ja, das ist das große Mysterium. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesagt. Bestimmt hast du das irgendwann schon mal gesagt. Ich weiß es nicht. Aber? Such doch einfach mal. Genau. Schaut alle Let's Plays durch und guckt. Versuchst du schon wieder, unsere Abonnenten zu binden? Nein. Niemals. Nein. So, was ist denn mit euch hier los? Ich erzähl's in der nächsten Folge von Roger That. der Roger war der Gott. Was ist denn das? Was haben wir denn hier? Ich erzähl's in der 170. Folge von Mass Effect. Warum haben wir einen Vogel raus? Jetzt mal ganz ehrlich, was haben wir uns dabei gedacht, hier hinten ein Aquarium und ein Vogelhaus zu bauen? Ich wette mit dir, damit hat unsere letzte Folge geendet. Das kann durchaus. Ja, Bevor wir die Pause gemacht haben. Und also wahrscheinlich hat es mittlerweile schon jemand von euch in die Kommentare geschrieben. Wir haben es aber natürlich jetzt noch nicht gelesen, weil sie sind noch nicht veröffentlicht. Das sind 2 Monate ist das her. Da steht ein Wolf. Ja, der Wolf gehört dahin. Das ist der Roger. Darf ich vorstellen? Das ist ein Hund. Das ist der Roger. Roger. Na, Roger ist, pass auf, hier siehst du, Direkthilfe. Roger ist eine Direkthilfe. Ja? Weil Direkthilfen brauchen Wasser und Fleisch. Verdammt, ich weiß noch nicht mal, wo. Oh, guck mal, da ist noch einer. Hier ist aber kein Roger. Das ist ein Wuff. Das ist die Shirley. Die Shirley und der Roger. Shirley. Was zum Teufel ist der Roger? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein Hund. Das ist kein Hund. Das ist ein Wolf. Nein, das ist ein Hund. Wir lassen doch keinen Wolf frei rumlaufen. Doch. Achso. Bestimmt. Artgenossin zur Feldpflege. Ich suche auch eine Artgenossin zur Feldpflege. Ich muss weg. Verdammt, es ist echt. Es ist voll peinlich. Ich weiß nicht, was der Roger ist. Wir lassen doch keinen Wolf frei rumlaufen. Also ist unser Wolfgehege auf der anderen Seite. Da ist der Roger. Roger. Roger? Wir müssen auch mal in der nächsten Folge Roger vielleicht that. Ein bisschen nach unseren Tieren gucken und vielleicht einfach mal gucken, wie die heißen, weil da sind ja viele Abonnenten drunter. Und einfach mal wieder Hallo sagen. Das würde mir gefallen. Würde dir gefallen? Ja, das würde mir gefallen. Genauso wie Picknick im Freien? Nee, liebe ich. Eigentlich alles, was mit Nahrungsaufnahme zu tun hat, bin ich absoluter Fan von. Apropos Hunger? Ja. Ja, ich auch. Nach der Aufnahme machen wir ein kurzes Päuschen und dann bestellen wir uns was zu schnabulieren. Ja. Worauf hast du denn heute Lust? Pizza? Nö, Sushi? Eigentlich nicht.
Hm, das wäre schon eher. Sushi wäre schon eher? Hm, ja, das wäre zumindest was. Oder so ganz dekadent Burger. Ja, okay. Haben wir uns entschieden? Wir haben uns, glaube ich, entschieden. Okay, sehr gut. Wir könnten auch mal was Gesundes essen. Burger? Nee. Burger, hallo? Ja, da ist Salat drauf. Brauchst du schon wieder einen Souvenirstand? Ja. Wo keine Menschen sind? Weil da vielleicht irgendwann mal Menschen hinkommen. Okay. Der, wo da angestellt ist, der hat echt ein geiles Leben. Super Job, ganz ehrlich. Kannst den ganzen Tag. Geh mal hin, geh mal hin. So, wer bist du? Was gibt's denn da eigentlich in dem Shop? Hallo Alma. Oh, was gibt's denn da hin? Ist das ein Totenkopf? Zone auf jeden Fall gibt's hier. Was? Zone. Zone. Zone, das Kartenspiel. Und hier, was ist hier auf dem da drauf? Ah ja, machen wir ein bisschen weiter weg. Oh, T-Shirts. Ich mag Shirts. Wildlife Park Shirts, Merchandise-Artikel. Vielleicht ist das hier das Spiel Wildlife Park. Das sieht so aus. Richtig. Wildlife Park. Hier, schau. Da ist der Park. An die Entwickler da draußen. Macht ein Brettspiel Wildlife Park. Brettspiele sind saugeil. Übrigens, du hast auch noch ein Brettspiel, was wir mal zocken wollten. Ja. Ich habe mehrere Brettspiele. Was hängt denn da oben? Eine Medaille. Von einem Lego, wenn ich. Das ist doch Lego. Das ist doch. So, und schauen wir doch mal hier rein. Alma. Ach, schon wieder? Immer noch. Wir haben. Das ist wie bei Pokémon die Schwester Joy. Das sind alles nein, Schwestern. Nein, stopp. Wie war das? Joy war die Schwester. Was war denn noch? Es gab Polizistin gab es noch. Die Polizistin? Ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Oh je, wie hieß die? Wie hieß die Polizistin bei Pokémon? Was Dragon Ball gesagt. Bei Pokémon. Die Polizistin, was? Wie hießen die? Eine Grillstation. Fleisch. Ich weiß es echt nicht mehr. Rosie? Officer Rosie? Nee, Rosie war es nicht. Aber es ist irgendwie, kommt schon ganz gut. Irgendwas mit R. Es war irgendwas mit R und vorher immer Officer. Tuff. Oh, es regnet. Super. Aber das war eine tolle Überleitung. Also schreibt uns mal, wie die Polizistin von Pokémon heißt. Das würde mich doch sehr interessieren. Also eine von den 200 Schwestern. Und Cousinen und Großtanten und was weiß ich, was da alles rumfleucht. Ja. So, ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung. Das mache ich, aber ganz dezent. Ohne was zu bekommen. Ich verspreche es nicht, ich kriege kein Geld dafür. Wildlife Park ist ein super Spiel. Ich habe mir eine. Nein, über was anderes. Ich habe mir. Okay. Ihr wisst ja, ich bin ja auch Anime-Fan. Und wir werden die uns heute. Anime Wildlife Park Folge. Wir werden heute noch uns, hoffe ich mal, ein Anime angucken. Und zwar Death Parade. Habe ich mir die Blu-ray bestellt. Cool. Könnt ihr mal auf YouTube gucken, da gibt es auch den Trailer. Muss ich ehrlich sagen, die Synchros bei Animes sind ja manchmal in Deutsch so ein bisschen meh. Aber hier haben die Synchronsprecher richtig, richtig einen guten Job gemacht. Okay. Und sie hatten auch Spaß beim Synchronisieren. Das merkt man. Das ist super. Das merkt man richtig an den Stimmen. Merkt man definitiv. Die Charaktere haben Stimmen bekommen, die auch zu den Charakteren passen. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Oh ja. Und das Anime ist ab 12. Sekunde. Ich habe das. Ja, ist ab 12. ist gerade 12. Sind 4 Folgen. Ich glaube, auf jeglichen Online-Plattformen und im Handel zu kriegen für, ich glaube, 30 Tacken. ist aber sein Geld wert. Also sind 91 Minuten. Das geht für 4 Folgen. Anime ist okay. Sind 30 Euro. Ich weiß, ist immer noch teuer, aber es geht. Also es gibt wesentlich teurere Mangas, Animes. Ja. Von der Story her unheimlich interessant, unheimlich tiefgehend, unheimlich... kennst du diese Serien, wenn man eine Folge sieht, dass man danach da sitzt und erstmal 10 Minuten nachdenken muss, wie könnte das jetzt sein, wie könnte das zusammenhängen? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ja. Das hast du hier extrem. Okay, ich bin gespannt. Vor allem, ich will nicht spoilern, ich werde es auch nicht. Will ich auch hoffen. Ich sag auch nicht, worum es geht. Ich sag nur so viel. Es müssen in dieser Serie Entscheidungen getroffen werden. Sehr wichtige Entscheidungen. Und was ich so genial finde,
es lässt den Zuschauer am Schluss jede, nach jeder Folge die Entscheidung, hätte ich genauso entschieden. Und okay. Man hat danach, ich habe es mit Mr. Smooth geguckt und möchte jetzt auch Tizzy zeigen. Juhu. Und man kann danach wirklich nach jeder Folge bestimmt eine Stunde diskutieren. Für und wieder. Also, wenn ihr Anime-Fan seid, wenn ihr auf tiefgründige also Stories steht. Auf gut Deutsch ist es ein Anime für 1-Plus-Personen. Also es macht schon Sinn, sich danach zusammenzusetzen ja, und das ja, Ganze auch ja, zu auf jeden Fall. Also, wenn ihr 2-3 Leute seid, Kumpels, Freundinnen, Freunde, Brüder, Schwäger, keine Ahnung, und auf Animes steht, also ganz ehrlich, tiefgründige Story, richtig gut vertont, richtig geiles Anime. Und die Serie ist auch nicht allzu lang. Sie hat ein tolles Ende. Mehr sage ich nicht. Das Platz für mehr lässt. Muss Sinn. Aber nicht. Das ist okay. Das, was ich liebe. Wenn ich zum Beispiel andere Serien ansehe, wie zum Beispiel Dragon Ball, ganz ehrlich, irgendwann ist man raus, weil es gibt kein Ende. Das ist... Ich meine, in jedem anderen Film, wenn jemand stirbt, ist es vorbei. Bei Dragon Ball kann man ja wiederbelebt werden 12.000 Mal. Was nicht schlecht ist, das ist halt im Dragon Ball-Universum und das ist da halt so. Das habe ich auch schon längst akzeptiert und das solltet ihr auch. Aber das muss ich jetzt nicht überall haben. Und hier ist es eben richtig, richtig geil. Tolles Anime, Death Parade. Schaut es euch mal an, könnt ihr einfach googeln und einfach mal den Trailer auf YouTube hier angucken. Ne? Ne? So, jetzt habe ich auch mal Werbung gemacht. Das mache ich wirklich nur deswegen, weil ich euch so gern Sachen, die ich toll finde, empfehlen möchte. Wird jetzt auch nicht in jeder Folge passieren. Also ich mache das wirklich nur... Definitiv nicht. Ich mache das wirklich nur, und Tizzy auch, wenn wir wirklich etwas haben, wo wir sagen, okay, das gefällt mir richtig, richtig gut. Das möchte ich meinen Abonnenten da draußen mal präsentieren, mal zeigen. Vielleicht finden sie es ja auch cool. Kann ja sein. Und ich weiß, unter euch da draußen sind ein paar Anime-Fans, das weiß ich. Definitiv haben wir schon ein paar Mal abgefragt. Mhm. Schau mal, ich habe jetzt, um wieder zurück zu unserem Park zu kommen, hier noch ein neues Gehege angelegt. Da können wir uns was Schönes einfallen lassen. Ich habe hier aber niedrige Mauern genommen, dass man, wenn man mit der Chuchu-Bahn hier noch vorbeifährt, auch dementsprechend auch noch reinglotzen kann. Genauso hier auf der Seite. Siehst du, wenn du hier drin stehst, cool. Kannst du dementsprechend hier drüber schauen, über die kleine Mauer. Und das ist ja. Der kleine Timmy drin. Der Junge, du meinst der Timmy? Timmy. Der kleine Timmy. Ja, der sitzt hier. Das eine Timmy sein. So. Was? Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gehört. Ja. Das heißt, du darfst dir da gern ein Tier aussuchen. Und zwar, es waren ja noch die Schlangen im Angebot, aber mir ist aufgefallen, es gibt ja nur Wasserschlangen. Mm. Ich habe nämlich ursprünglich eigentlich dieses Gehege gebaut, um Zebra-Muräne, Drachen-Muräne, also sind ja auch keine Schlangen, sondern Muränen. Muränen, ja. Ansonsten? Keine Schlangen? Ich habe irgendwie auch mal irgendwie ein Gefühl gehabt, dass es da Schlangen gab, aber irgendwie bin ich nach dem zweiten, dritten Mal durchlaufen. Es gibt ein Schlangenhaus, so viel ich weiß. Es gibt ein Reptilienhaus, das heißt, und da sind Schlangen drin. Ein Reptilienhaus gibt es definitiv, ja. Ja, das ja. Weiß ich. Es gibt ich. Ein Reptilienhaus und da müssten Schlangen drin sein. Ein Parkhotel. Ist schön. Hier sind sie, genau. Da Amphibien, Insekten. Oh, Tauchkäfig. Auch cool. Aber. Ich glaube, das muss nicht ins Wasser gesetzt werden. Ich glaube eher, du musst einen Steg ins Wasser bauen, dann. Kann ich mir vorstellen. Weißt du? Doch. Bestimmt. Ich bin am Überlegen. Tauchkäfig da am Fluss. Ja, wollen wir das nicht irgendwo hinbauen? Wollen wir vielleicht 21? Mal ein paar Fische oder so? Schön. Die Natti! Achso, Natti bekommt die Jungs. Natti. Schon wieder. Die Natti bekommt schon wieder Jungs. Die Natti, ich bin sie die ganze Zeit schon am Anklicken. Ich bekomme die ganze Zeit Jungs. Natti. So, Scholle. Die lässt es krachen. Ach, wir haben hier. Scholle? Schollen drin. Ist gut mit Kartoffelsalat. Genau, aber die nicht mehr, weil die stirbt an Altersschwäche. Also, na gut. Wir sollten vielleicht so eine Tauchstation bauen, wo wir ein paar Fische und ein paar, vielleicht Delfine und sowas.
Weißt du, so Wale? Warum nicht? Es gibt ja friedliche. Ja. Wie sich das anhört, es gibt friedliche Wale. Es gibt Wale, die keine Menschen Wale sind aus Versehen beim Spielen einfach mit einatmen. Eichi. Ja. Saphirdrache. Wir können einen Drachen. Wo haben wir so viel? Ich habe viele Viecher verkauft. Tiere natürlich. Ein Krakenhai? Oh, voll geil. Okay, Freunde. Supi. In der nächsten Folge. Mal gucken. Aber ich habe ein schönes Thema für die nächste Folge. Mondfische? Ein Mondfisch? In einer Anemone? Anemone. Oh, schön hast du das gesagt. Oh, hier schon mal den Säbelzahntiger. Haben wir den jetzt dazu bekommen, weil wir hier uns... Tizzy. Ja, ich weiß. Tizzy. Es ist schon zu lang. Wir müssen beenden, es tut mir leid. Forschungsmenü öffnen. Den haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Den haben wir auch schon. Mammut. Basilosaurus. Den kenne ich aus Ark. Mhm. Okay. Ach, fieses Ding. Alter, was ist denn hier los? Sollen das alle Tiere sind? Die kommen ja noch. Laub. Ja, wir sind schon wieder längst drüber. Wir sind mega drüber. Ja. Wir müssen noch ein bisschen was produzieren heute. Produzieren mich nicht. Okay, Freunde. Ja. In der nächsten Folge werden wir ein bisschen uns über die Gamescom unterhalten. Ui, okay. Ja, denn gerne. Ich und der Tizzy und Mr. Smooth werden der natürlich... Tizzy, der Smooth und ich. Hab ich doch gesagt. Das ist ich Tizzy? Oder Tizzy. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich hab gemacht. Ach so. Also, der Mr. Smooth... Gehen wir also ohne dich? Der Tizzy... Hier. Da ist der Esel. Ja, es tut mir leid. Und der Esel ist weiblich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du hast gerade ins Mikro geschrien. So. In der nächsten Folge reden wir über die Gamescom. Männlich Esel. Tizzy wird mitkommen. Ja. Der Mr. Smooth wird mitkommen. Du bist so ein Idiot. Der Eichi nennt sich immer zuerst. Was? Was war das? Nein, entferne funktioniert nicht. Ja. Würdest du bitte den Esel namens... Die Folge ist zu Ende. Würdest du bitte den... Den Esel namens... Warte, darf ich mal kurz? Was? Nee. Wie soll sie denn heißen? Meine Eselin? Meine Eseline? Ja. Bärbel! Bärbel. Aber willst du jetzt die Esel echt da drin lassen? Nee, die kommen dann irgendwo. Was ist denn hier los? Hier ist echt Endstation, oder? Cool. Das ist voll cool. Tizzy. Das ist voll der Antrag. Tizzy. Ja, ich weiß, aber du kennst mich. Tizzy. Ihm geht's prima. Mir geht's auch prima. Hey, der Opa hat noch 1500 Euro einstecken. Was? Raub den Opa aus. Frechheit. ab zu zum Souvenir. So. Ja, dann mach doch jetzt die Verabschiedung. Ja, bitte, du, jetzt. Nö, mach halt. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge, wie der Eichi schon beschlossen hat, werden wir uns über die Gamescom unterhalten und wir werden die Esel umsiedeln und wir werden hier anfangen, langsam unseren Asia-Bereich weiter auszubauen. Ja, wir haben jetzt zumindest mal ein bisschen was nachgezogen an hier Infrastrukturen, nenne ich es mal. Unsere Krabben geht es auch sehr gut. Ich weiß nicht, warum hier der Sepp die ganze Zeit noch rumsteht. Apropos. Ja. Und in diesem Fall, ja, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir bedanken uns. Ja. Und wir verabschieden uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hast du schön aufgesehen. Ciao. Tschüss.